Hallöchen und herzlich willkommen zurück. Hallihallo, ihr Lieben. So, wie wir sagten, wir wollen jetzt hier. Oh, da hast du noch ein Vieh gekillt. Ja, Okay, gerade noch die Schadenszahlen gesehen. bevor es uns hier auf den Keks geht. Ja, wir wollen hier unser Zuchtgehege einrichten. Dafür müssen wir das natürlich einzäunen. Noch darfst du hier rumlaufen, gleich nicht mehr. So, dann kannst du das ja mal einsammeln. Ich habe schon was in Tasche und diesmal haben wir vorbereitet. Wir haben schon mal ein paar Bausachen da hinten gesetzt. Also wir wollen außenrum mit normalen Foundation setzen und innen dann auskleiden mit wenigstens teilweise dann mit Stroh. So, wo fange ich denn am besten an? Am dümmsten. Andere Ecke, würde ich sagen. Ja. Denn hier den riesigen Eingang wollte ich lassen, ne? Ja. Oder wollen wir den Muss ja auch kleiner bequem machen? mit Rexen durch. Ja. Juti. Dann, ja, dich können wir dann aufheben. Die hatte ich natürlich hier verteilt, damit keiner dran geht hier. So. Da ist die Mitte. So, ich denke mal, dann fangen wir hier an. Da ist die Mitte. So. Hoffen wir mal, die Ausrichtung passt. Wenn wir dann sehen, gehen natürlich noch tiefer, weil wir brauchen ja eigentlich nichts draufstellen hier. Wenn das nicht schon zu tief ist, müssen wir mal gucken. So. Na, das sah doch gut aus. Na, so nicht. Willkommen bei Ark. Ja, alles Features. Wenn du weißt, warum wir Ark spielen. Weil es bugfrei ist. Genau. Ansonsten würde das auch keinen Sinn machen. Ja, Oje. Was sie da drüben? was hier an der Seite. Ein Berserk-Terzi da drüben. Ja, das sind die neuen Alphas quasi. Ah. Die haben auch diese Materialien drin. Ist mir aufgefallen, weil der so rot leuchtet. Ja. Der lässt sich jetzt hier gar nicht mehr tiefer setzen, oder was? Ach, herrje. Hey. Geht das wieder los? Ist er jetzt tiefer? Ja. Ja. Sehr schön. Jetzt gucken wir, ob das nicht zu tief war. Wenn wir hier rüber gehen, soll quasi gerade so drüber gucken. Gut aus bei mir. Ja, müssen wir nur gucken, ob auch die Flucht stimmt. Bevor wir da die Gitter drauf machen. Oh, wir sind zu tief. Shit. Ich muss hier anfangen. Ach, herrje. Ich dachte, hier in der Ecke wird das auch höher gehen, aber dem ist nicht so. Müssen wir hier anfangen. War das nicht? Tja, dann müssen wir hier aber auch durchkommen. Eje. Jetzt muss der Pyro tricksen. Ja, jetzt muss er irgendwie tricksen hier. So. Ja. So, dass das mittig ist. Dann denke ich mal weiter rum. So. Könnte das passen mit der Ausrichtung? Nein. Das ist ja krumm und schief. Ach, herrje. Pyro und der Kampf mit dem Fundament. Ja. Vielleicht immer noch nicht auf der Mitte. Die stehen doch über gerade, ne, die Dinger. Ja. Denn so komme ich nie in der Mitte an. Ne. Muss ich dann weiter raus oder weiter rein? Weiter rein. Viel weiter rein. Setz dich mal hier an.
Probe ansetzen ist total egal, Hauptsache. Und gerade. Wird einigermaßen gerade, ja. Wenn ich hier hingehe. Das passt auch noch nicht. Ach Leute, alles nicht so einfach. Aber einfach hat's ein. Das So, sowieso. Wenn ich hier mittig stehe. So. So. Dann gerade gehen. Passt das dann mit der Ausrichtung? Immer noch nicht. Wir müssen weiter rum. Ach. Ja, die ersten Steine sind immer die schwersten, ne? Aber ihr wisst ja, was lange währt, wird gut. Ja. Ja, das ist so, passt. Supi. Und hier ist dann mit die höchste Stelle, ne? Ne, hier ist die höchste Stelle. Ja, wir müssen, aber da geht's ja runter. Ja, ja, wir gucken. Hier bleibt ja sowieso offen. Ja, wir gucken mal. Also hier müssen wir durchkommen. Wir wollen natürlich alles in einer Höhe haben. Die anderen so. Seiten sind ja eben. Ja. Geht der wieder los? Hey je. Pyro, freu dich, agnatz dir wieder. Jetzt tiefer. Gut. Müssen wir mal eben gucken, wie wir mit der Höhe hinkommen. Zur Not lassen wir das hier ein Stück höher. Ja, wir könnten noch eins tiefer gehen, ne? Ja. Nicht mehr viel, aber eins. Ne, dich lassen wir liegen. Machen wir hier weg. Eins tiefer. So hoch. Ja. Sonst kommen wir da über den Hügel nicht drüber weg. Ach, falsch. Dich brauche ich. Du könntest aber noch, ne? Ja, ne? Müssen wir uns jetzt vorsichtig ranarbeiten. Ja. Nicht, dass wir zu weit runtergehen. Naja. Das war nix. Ja, wir können noch ein Stück tiefer. So. Schauen wir mal. Nee, da war es doch. Hallo? Nein, das war nichts. Aufhebern. So, das müsste aber dann die Höhe sein. Denke ich mal. Ziehen wir mal durch. Ja, das sieht doch gut aus. Ja, das sieht gut aus. Gut. Dann hole ich mir erstmal noch ein paar Fundamente. So. Ach nee, warte, die Dinger brauche ich ja noch. Nein, wie das hier passt. Ja. Guck, es passt. Oh. Ja, oder wollen wir den Zaun hier außen ziehen? Können wir auch machen. Dass wir nur nach vorne mittig gehen und hier gehen wir außen hin. Ja. Hier ist nicht so viel Platz verloren, ne? Ja. Ein bisschen Chap, aber oh ja, gibt Schlimmeres noch. Chap ist modern, ja.
Und ab hier gehen wir dann tiefer. Die wieder aufheben hier. Ja. So, und hier dann tiefer gehen. Weil die Strohfoundation sonst so hoch kommen. Hm. Wir brauchen ja eigentlich nur vorne die Höhe. Wegen der Unebenheit, ja. So, können wir nochmal noch eins tiefer gehen. Dass das nur knapp so drüber guckt. Denn die Strohdinger, die sind ja nur, nur Optik. Der Pillar nicht so hoch? Können wir gleich sehen. Ja, so. Mag ich doch. Ja, aber ich sag, die Strohdinger, die sind ja nur Optik, ne? Ich will die auch nicht komplett auslegen. Also da, wo wir rumlaufen, da brauchen wir das eigentlich nicht. Das ist nur da, wo die Nanny steht und sowas. Mhm. Schon mal gut aus. Und noch eins tiefer gehen oder? Aber ich glaube, dann geht es im Boden rein. Ne? Denke auch. Können wir mal testen, aber. So. Denn tiefer darf man nicht gehen, wenn man da unbedingt was drauf bauen muss, aber. Na, das sieht doch gut aus. Jo. So machen wir der. Zack. Zack. Das sieht gut aus. Ich habe nur den Verdacht, dass das dann nach vorne hin in den Boden reingeht. Ja, das werden wir merken. So. Sonst machst du das gleich nochmal. Wow. Nein. Aufheben. Das ist ja der Pyro kann das. So, das sieht doch gut aus. Mhm. So. Wir brauchen das zwar hier nicht, aber ich ziehe mal durch. Wenn die Flucht passt, dann brauchen wir hinten nämlich nicht wieder tiefer setzen. Könnte hinkommen. Ja, das sieht gut aus. Nippst du da auch irgendwo noch an? Irgendwie nicht, ne? Du musst doch Pyro drumherum bauen. Ja, aber hier kommt das nicht mehr mit der Mitte an, ne? Nee, das passt nicht. Kommt hier nicht an, irgendwie. Aber so hätten wir eine Höhe, ne? Ja. Wollen wir eine Höhe. Nimm's hier weg. So. Können wir die hier zwischen? Manchmal mit der S Plus geht schneller. Mit E gedrückt halten kann ich nämlich dann auf Struktur gehen und das aufheben. Dann kann ich die hier nämlich. Du meinst mit R gedrückt halten? Mit R gedrückt halten, ja. Wenn ich das nachher heißt, was erzählt in der Pyro dafür ein Blödsinn? Ja. So. Gucken wir, ob wir hier dann ordentlich hinkommen. Mischen wir mal gucken. Müssen wir wieder Trick 17 mit Selbstverarschung. Müssen wir wieder hier rüber gehen. So. Die hier können wir aufheben. Oder auch nicht. Die ist irgendwie zu tief zum Aufheben. Und so.
Du könntest mal gucken von außen mit K oder so, ob die nach außen rauskommen oder so. Moment. Ja, auf der Sollten. Seite nicht. Sollten eigentlich. Oh. Oh. Hier passt das nicht mehr mit der Ausrichtung. Schade. Müssen wir also doch neu machen. Das passt hier hinten nicht. Okay. Oder wollen. Nee, wir wollen schon weiter rausgehen damit. Dann machen wir die Reihe direkt ganz neu. Weil dann können wir nämlich. Dann fällt so ein kleiner Unterschied nicht auf. So, dann zeigen wir mal, wie wir das vorhaben. Schon mal. Das packt man ein. Und hiervon nehme ich schon mal welche raus. So. Mal gucken, wie das aussieht. Wenn das nämlich jetzt schepp aussieht, dann. Drei reicht hier, ne? Oder wollen wir vier hochgehen? Machen wir mal 4. Aber hier muss noch was dran. Tja, da kriegen wir so nichts hin. Dafür sind die Foundation zu tief. Okay. Da sind ja keine Foundation drin. Doch, die gehen doch hier durch. Ja, aber die sind ja nicht, dass ich gleich da was draufsetzen kann. Also würde drei reichen, ne? Drei hoch. Ja, ich kann. Kannst du jetzt mal stehen lassen? So. Guck, das passt. Super. Läuft, würde ich sagen. Ja, wollen wir dann drei oder vier hoch? Ja, ich würde das hier vorne, wo es niedriger ist, so lassen mit 4 und auf der anderen Seite hier vorne dann eine Reihe wegnehmen. Dann hat das in etwa eine Höhe. Ja, es also die Höhe ist jetzt gleich von denen. Ich kann es nur nicht Ja, aber rüberziehen. optisch. Ja, wir haben hier auf der Seite nur drei. Und da haben wir vier. Die Höhe ist gleich. Wenn ich jetzt hier eine vierte Reihe Gleich, hoch. ich meine jetzt. Ja, hast du 4 Stück. Nee, drei. Nee, vier, ja. Sieht optisch aber kleiner aus wie das hier. Also da noch eine Reihe wegnehmen oben, dann hast du optisch die gleiche Höhe. Okay. Das ist nicht nur optisch die gleiche Höhe, das ist dann die gleiche Höhe. Weil hier haben wir vier, weil das Dings Foundation ja Na, aber verstehst du, was ich meine? niedriger ist, ja. Dann nehme ich die da weg. So. Ja, eigentlich nur, dass nichts rausläuft. Dass das nicht aussieht wie ein Bunker, da machen wir dann halt, ne, die Dinger hier hin. So, ich hole mal neu, dann kann man sich wenigstens vorstellen, wie das werden soll. Könnte man fast meinen Babyknast und so. Oje. Ja, war es Gitterstäber. Machen wir denn nicht zum ersten Mal? Da ist. Die letzte Staffel hast ja auch die Dodos in den Knast gesteckt. So. Aber Leute, ich denke, das kann sich sehen lassen, ne? Wir könnten sogar hier eine zweite Etage, müssen mal gucken, Rex und eine zweite Etage einziehen. Ja, erst gucken. Ja, für Vögel oder sowas. Wenn Ich wir habe hier noch hier. keine gesehen. Nee, aber es gibt doch bestimmt Leuchtviecher. Also nicht. Für so Schultertiere. Keine Ahnung. So, aber so wird das. Wenn alles klappt. Ben. Hey!
Zuversicht und so, wo ist sie hin? Weiß nicht, die ist irgendwie unterwegs verloren gegangen oder so. Aha. Ach so, ich brauch. Ich glaube, das hat das Strike mitgenommen. Und Dash. So. Reje. Ey, hatte ich heute noch nicht, ja? Mach keinen Mist. Wenn wir hier hinten zu haben, du könntest schon mal gucken, ob wir einen Nanny bauen können und ein Ei und Strom und ja. Okay. Oder auch nicht. Moment. Es hat schon wieder Standbild. Ich wollte gerade sagen, warum nicht? Ach je. Mini und ihr Standbild. Selbe wie Mini und ihr Aim oder so. Aha. Wissen doch alle, von daher. Kann sie noch um Stunden handeln, bis ich hinten bin, ne? Ja, ich komme an. Na, passt nicht ganz. Wir müssen noch ein Stückchen nach da. Ein Stückchen rum. Dann haben wir's. So, ein Stückchen rum. Guckern. Das passt nicht, ne? Das war zu weit rum. Ach je. Weil die Mini mich alleine lässt und nicht aufpasst. Ey, du hast gesagt, ich soll gucken. So wird der sein und so. So. So, hier sollte es passen, ja. Okay. Gehen wir einfach mal positiv davon aus, dass das jetzt passt, die Ausrichtung. Nanny so. Und Ei habe ich. Das war dann noch der Generator, ne? Ja, bauen Tech-Gen, dann brauchen wir keine Kabel legen oder sowas. Okay. Wird gemacht, Schäfer. Ja. Sollte jetzt normal alles genug vorhanden sein? Frage. Ja. Wenn da gerade einfällt, was hältst du von einem Mutator? Ja, dann bauen Mutator. Einer reicht aber, glaube ich, ne? Ja, ja. Das ist zu tief. So. Schauen wir mal. Gucken, ob keiner guckt. Reicht noch nicht. Ja, müssen noch ein Stück tiefer gehen. Aber den Schritt zu groß machen, dann geht's unten drunter. Das ist dann zu viel. Des Juden. So, also kleine Schritte machen. Ja. Ich habe noch Fleisch in der Tasche. Apropos Fleisch, ein Futtertrog wäre da vorne nicht schlecht, ne? Ja, S plus bitte. Ja. Weiß, manchen gefallen diese Baufolgen nicht, aber es gibt auch Leute, die das interessiert, wie wir das denn so bauen. Weiß halt nicht jeder, wie sowas geht. Ja. Soll ja für jeden was dabei sein. Ja. Denn wenn ich zum Beispiel den Pillar hier nehme, zum Tiefersetzen, ich gucke nicht nur drauf, ich gucke der Kuh. Und dann setze ich nur einmal tiefer und wenn ich zweimal drücke, Q dann nach unten drücke, geht er zweimal tiefer. Das ist ein großer Schritt quasi. So mache ich immer so einen kleinen Schritt. Passt. Zwar nicht genau so hoch wie das andere, aber passt. So. Ich bin auf dem Rückweg. Der Pön. Nee, muss ich jetzt echt in die Kiste rein, ne? Ja, muss ich jetzt echt wieder außen rum packen. Strike, geh weg, sonst wirst du gegangen.
Heuje, Leute, ist das so schepp? Ach. Ist aber richtig schepp, warum? Weiß ich nicht, ich bin noch mal eben in der Werkstatt. Ja, hier sieht das gar nicht so schepp aus. Hier stehen auch die Pfeiler alle ein bisschen versetzt. Tja, dann muss ich das von Pfeiler zu Pfeiler neu setzen. Aber das kriegen wir hin. So. Dann würde ich mal von hier aus sagen, ihr habt das Prinzip gesehen, ihr wisst, wie es geht. Und dann würde ich mal sagen, wir bauen das offline fertig, damit das nicht zu lange dauert. Ja. Und in dem Sinne würden wir sagen, von hier aus erstmal Tüllü und Schü. Tschüss. Das steht bald, das Taming-Gehege. Beziehungsweise Zuchtgehege.